und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Süßsass Ravensbeck. Wir haben für euch ein neues Design entwickelt, um das Ganze hier ein bisschen persönlicher zu machen. Eigentlich stehe ich nicht so gerne vor der Kamera, denn ich bin ein bisschen nervös. Aber ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt. Und ja, zum Kuchen, den wir heute machen, es wird ein Butterkuchen. Den Ganzen habe ich mit Äpfeln verfeinert, um das Ganze ein bisschen saftiger zu machen. Es ist wie gewohnt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und jetzt geht's auch schon ab in die Backstube. Und so kann dein Butterkuchen aussehen, wenn er fertig ist. Hier seht ihr einmal die Zutaten, die ihr zum Backen benötigt. Wir starten mit der Teigherstellung. Zuerst wird die Milch in einem Topf lauwarm erhitzt. Darin bröseln wir das Päckchen frische Hefe und rühren diese unter, bis keine Klumpen mehr vorhanden sind. Dazu wiegen wir die Hälfte des Mehls und verrühren dies zu einem schmierigen Teig. Das restliche Mehl, 60 Gramm Zucker, Salz, der klebrige Teig, die Vanille, die zwei Eier und 130 Gramm von der weichen Butter wiegen wir in eine große Rührschüssel. Alle Zutaten müssen nun mit einem Knethaken zu einem glatten Teig verarbeitet werden. Den fertigen Teig verkneten wir auf einer bemehlten Fläche noch einmal etwas rundlich und lassen ihn für 20 Minuten abgedeckt ruhen. Nach der Pause falten wir den Teig etwas eckig und rollen ihn auf die passende Länge für das Backblech.
Den weichen Teig auf dem Backblech bis zum Rand auslegen und etwas andrücken. Im Anschluss streuen wir 130 Gramm Zucker auf den Teig und igeln diesen, damit beim Backen keine Blasen entstehen. Die restlichen 150 Gramm Butter verteilen wir nun in kleinen Stücken gleichmäßig auf dem Blech. Jetzt zu dem Highlight meines Butterkuchens, die Apfelstücke. Diese müssen geschält, entkernt und klein geschnitten werden und auf dem Blech gleichmäßig verteilt werden. Zu guter Letzt streuen wir die Mandeln oben drüber. Der Butterkuchen muss nun für 45 Minuten ruhen, damit sich der Teig entspannen kann, um im Ofen dann fluffig schön hochzubacken. Unser Butterkuchen muss nach der Pause 20 Minuten bei 200 Grad backen. Und fertig ist unser super saftiger Butterkuchen. So, das war's auch schon mit dem Backvideo. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Und falls ihr es nachgebacken habt, sagt mir doch, wie es bei euch funktioniert hat. Um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert den Kanal und lasst gerne ein Like da.